Ist ja nur doof, weil da keine Straße da hinten ist. Eigentlich, da geht's doch rechts hoch. Geht da noch eine Straße hoch? Ich war jetzt eigentlich der Meinung, dass von Kamenka keine Straße mehr irgendwie weggeht. Ich schau mal zum Straßenschild, was da steht. Nabnobo. Das müsste Pavlovo sein. 3 Kilometer rechts. Nach links geht's auch irgendwo hin, aber wahrscheinlich bloß zum Hafen oder so. Und 5 Kilometer ist auch irgendwas, wo ich nicht weiß, was es heißt. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt... Ich würde jetzt rechts hochgehen. Nach Pavlovo. Von Pavlovo ist es ja nicht weit weg. Wird jetzt rechts sogar auch noch irgendwo kleine Militärbasis sein. Ja, das ist die, wo ich erst gemeint habe, ob du dahin willst. Da ist ein Brunnen, wenn du noch was trinken willst. Ja, ich hänge mich mal ran. Ich könnte mal meine Waffe rausnehmen, ne? Sicherheitshalber. Hier ist auch wieder ein Getreidefeld umgeackert. Ich weiß nicht, ob das auch ein Bug ist. Oder ob da wirklich sich die Spieler die Mühe machen, so viel Acker umzu... Ja. Acker. Umzuackern. Ja. Das Acker umzuackern. Auf jeden Fall da unten. In der letzten Aufnahme, die leider nicht wirklich was geworden ist. Da gab es ein Problem mit der Tonaufnahme. Der letzte Check hat eigentlich ergeben, dass es eigentlich perfekt läuft. Wieder. Ich hoffe mal, es geht auch die ganze Aufnahme durchgehend so, dass es wieder funktioniert. Haben wir auch hier in Kamenka, ich weiß nicht, waren es 20, 30 Stück. So Ackergebiete, wo sich echt eine die Mühe gemacht hat, alles umzuackern. Aber wir müssen jetzt schon langsam auch aufpassen, weil die Militärbase ist nicht so weit weg von hier, ne? Ach, das ist die scheiß Militärbase mit den vielen Zombies das letzte Mal, ne? Genau. Ach, super. Das hast du richtig erkannt. Und wenn da 50 Spieler drauf sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass da einer ist. Es muss nicht mal heißen, dass da wirklich auch Zombies sind, ne? Kann auch sein, dass die alle schon weg sind. Ich laufe was jetzt links von dir. Jetzt aktuell rechts von dir, jetzt hinter dir, jetzt links von dir. So haben wir mehr Sicht, wenn was sein sollte. Die Straße müsst ihr direkt an der Militärbase vorbeiführen, oder? Ja, da müssen wir rechts mal abbiegen. Ja, aber dafür eine Straße hin, oder? Ja. Also so ein Sauwetter habe ich auch schon länger nicht mehr gehabt bei DayZ. Aber es wird schon langsam wieder heller. Kann sein, dass es auch bald das Regnen wieder aufhört. Du hast halt einen Nachteil, Katrin. Dein Rucksack leuchtet ganz schön extrem. Ja, aber die anderen waren alle Damage, wo ich gefunden habe. Na, ich sag's nur. Ist es soweit jetzt nicht verkehrt, aber kann halt echt ein Hindernis sein.
Einen roten hätte ich auch noch nehmen können, aber ich dachte, er ist blau besser. Ja, ich glaube, du hast recht. Blau ist aber besser wie rot. Obwohl eigentlich beides irgendwie richtig schlecht ist. Ja, wir sind recht offen. Wie man sieht. No risk, no fun. Bam, bam, tot. Links ist ein Jägerstand. Echt? Hm, so halb links. So ziemlich genau am Waldesrand. Ah, jetzt sehe ich mir auch, ja. Aber ich habe kein Interesse, da hochzuklettern. Ich wollte es ja nur erwähnen. Zombie vor uns rechts. Jetzt schon? Ja, da ist ein Zombie auf der Wiese. Also noch sehe ich ihn. Doch, da ist er. Ja, ich sehe ihn. Zombie vor uns auf der Straße. Jetzt schon? Das ist ganz komisch, ey. Ja, ich sehe ihn auf der Straße. Könnte heißen, dass hier einer abgehauen ist, ne? Das glaube ich realistischer. Ich glaube nicht, dass sie schon Zombies sind. Von Haus aus. So, also rechts ist die Militärbase. Ja. Ich bin bei dir. Ich muss echt sehen, dass ich ein Visier für die MP4 wieder herbekomme. M4, Entschuldigung. Das Hunting Scope passt nicht drauf? Nein. Habe ich noch einen Scope irgendwie einstecken? Weiß nicht, ich gucke nee, mal, was für ein leider nicht. Ich drauf war. Ich brauche das ACOG Optikvisier. Ist es das einzigste, was passt? Ja. Okay, kann ich mir glaube ich merken, das ACOG Visier. Kurz zusammengezockt. Nein, ist aber nur ein Zombie in Anführungszeichen. Schade, dass man den Rucksack die Farbe nicht ändern kann. Mit so Spraydosen oder so. Das wäre cool, wenn es gehen würde. Ja. Der Regen kann gut und schlecht sein für uns. Die hören gut. Die Gegner hören uns nicht, wenn wir durchlaufen. Weil der Regen Sound doch ein wenig übertönt. Schlecht. Wir merken auch nicht, wenn Gegner bei uns in der Nähe sind. Du schon drin? Ne, ich halte jetzt noch ein bisschen Ausschau. Du bist schon drin, ne? Ja.
Okay, ich komme jetzt. Du weißt Bescheid, ich habe einen dunkelblauen Rucksack, ne? Ich habe einen leuchtend blauen, gell? Ja. Ja, du bist echt nicht zu übersehen. Das ist echt scheiße, wenn man es so sieht. Ich bin hinter dir, ne? So hinter mir, ja. Ja. Ich gehe ins Krankenhaus. Ich bin im Krankenhaus, ne? Direkt drin. Ich bin noch in den Baracken. Alles, was du draußen siehst, kannst du niederballern. Hier liegen ziemlich viel Desinfektionsmittel rum. 3 Flaschen habe ich schon gefunden. Regnen hat's aufgehört. Ich höre, dass es leise wird, ja. Ich habe jetzt einen 35er Rucksack in Rot, soll ich den nehmen? Wie rot ist er denn? Ist er eher dunkelrot oder eher hellrot? Ja, der normale Mountainback. Ich würde lieber dann schon den nehmen, weil das Türkis, das leuchtet so extrem. Da bist du, glaube ich, mit einem roten, der etwas dunkler ist, besser dran. Jetzt in der Baracke rein. Erschreck nicht, ich bin in einer drinnen, gell? Es kann sein, dass du in der gerade bist, weil ich dich vorhin in die Richtung hab laufen sehen. Ja, ich sehe dich. Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Und hier gibt es noch einige Sachen. Ich weiß noch nicht, wie gut das sie sind, aber. Tactical Shirt. Gasmaske. Ja, komm, ich würde sagen, wir gehen weiter, oder? Gute Idee.
fühle mich im Miskino sogar sicherer als hier. Gehen wir da home raus, oder? Ja, komm. Augen und Ohren offen halten, ja. Jo. Jetzt warte mal ab, wenn jetzt an die Flugzeuge reinkommen. Das hat schon nochmal. Also, wenn das so halbwegs funktioniert, das hat schon eine ordentliche Brisantsteigerung. Läufst du übers Feld und urplötzlich kommt ein Flugzeug über dir drüber. Was dieses Flugzeug dann so alles kann, das weiß ich zwar noch nicht, aber. Ja, also ich denke mal nicht, dass du damit schießen kannst. Also, ich denke halt von A nach B, dass du kommst. Ja, aber vielleicht. Ja. Aber trotzdem hat es schon irgendwie so ein Feeling. Da rechts ist eine Straße. Ich sehe zumindest so die Bollen da. Wir müssen halt jetzt nur gucken, ob wir rauskommen, wenn wir jetzt da weiterlaufen, ne? Das ist auf jeden Fall jetzt eine andere Straße, wo wir drauf sind, glaube ich, oder? Ja. Ja, wir werden schon ein Ortsschild finden, oder? Ja, da vorne ist ein Ort. Ja, es wird Baluda sein. Ja, dann wären wir wieder falsch rumgelaufen. Dann wären wir wieder Richtung Küste. Dann wären wir jetzt falsch. Warum? Eine Balote liegt an der Küste. Da bin ich jetzt blöd. Das ist Pavlovo, oder? Ja, meine ich doch. Ja. Das sind schon zwei Unterschiede. Ja, aber das meine ich doch. Ich habe Pfirsiche gefunden. Mitnehmen. Magst du Kürbisse? Hast du wohl Kürbisse gefunden? Ja, sowas ähnliches. Warum sowas ähnliches? Kürbissaat. Oh, nee, ich dachte fertige Kürbisse. Oh, nö, leider nicht. Lockpick habe ich gefunden. Also hier war noch nicht viel los.